Bitte hier unten rechts das runde Ding anklicken und schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Wir haben heute auch wieder dieses große Thema, das große Duell sozusagen. Und machen aber erstmal zum Tagesbilde die, ja, die Tagesthemen. Ich glaube, das Bild können wir schon so lassen. Die Kurznachrichten, ne? Eben habe ich gerade eine Sendung gesehen von dem leitenden Professor wohl dieser Cusanus-Hochschule, mit denen ich auch schon mal telefoniert habe. Und die also sozusagen auch die klassische Volkswirtschaftslehre völlig in Frage stellen und dann eben auch über Gemeinwohlökonomie, Postwachstumsökonomie, Degrowth und über alles mögliche andere sprechen, Commons-Ökonomie. Nur da ist dann eben so, dass zwar dann wieder eine Vielfalt gelehrt wird und man kann dann wieder viele Lehrveranstaltungen an die Studenten verkaufen, aber will gar nicht akzeptieren, dass das Konzept der Next Scientists for Future.de all diese Punkte abdeckt. Neues Wort war da für mich, dass man also das, was wir früher Autarkie nannten, wir haben ja gesehen bei Corona, dass man eben nicht alles in alle Welt auslagern darf, sondern dass man gewisse Restautarkie des Landes behalten sollte. Das nennt sich jetzt Resilienzökonomie, also eine widerstandsfähige Ökonomie, auch wenn mal die Weltwarenflüsse nicht mehr funktionieren, sozusagen. Ja, und das heißt, eigentlich bräuchte die ganze Universität, Cusanus Hochschule, eigentlich nur hauptsächlich dazu zu nehmen, Next Scientists for Future Ökonomie oder neue echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre der Next Scientists for Future. Und sonst, dann hätte sie eigentlich alles das abgedeckt, was diese ganzen Splittergrüppchen und Splitterrichtungen alle zusammen nicht können, ne? Weil sie alle kein Konzept haben. Ne? Ja, dann das Problem ist, warum sollen wir überhaupt eine Gesundheitsreform machen? Ja, Sie merken, ich bin ja in der Vorbereitung der Verhandlungen mit der neuen Partei, denen wir gerne helfen möchten, 10% bei der Bundestagswahl zu bekommen, sodass es dann eine neue Koalition gibt und dann die Reformen der Next Scientists for Future überall diskutiert und angewandt werden. Ja, sagen wir doch einfach mal die Gegenthese. Der Onkel Doktor meint's doch gut. Und da er es gut meint, spielt doch gar keine Rolle, dass es für bestimmte Operationen, dass es für Impfungen, dass es für Tests richtig viel Geld gibt, dass es für Beatmungen richtig viel Geld gibt. Das berührt doch den Arzt einfach gar nicht. Der meint's gut und ganz unabhängig von all den finanziellen Aspekten seines Faches macht er einfach das Beste für uns Menschen sozusagen. Sagen, ja. Und das, warum, wie hat das die Wissenschaft widerlegt? Ja, ganz einfach. Was wird dabei vergessen? Dass wir in der Evolution die Evolution der vorteilbringenden Irrtümer kennen. Ja, das also. Natürlich meint der Onkel Doktor gut, das stimmt ja auch. Aber das Problem ist, kann er es denn auch gut, wenn er in seinem Studium Millionen von Irrtümern gelernt hat? Das ist doch die Schlüsselfrage, ja? Also die Frage ist halt, überlebt ein Irrtum oder überlebt die Wahrheit in der Medizin? Ja, also
noch einmal ganz kurz, ja, wenn ich in der Wahrheit lebe als Arzt, dann sage ich, na ja, diese kleinen Dinger, die man später Viren und Bakterien nennen wird, sind halb so wild. Du musst ein starkes Immunsystem haben. Dafür brauchst du einen natürlichen, naturbelassenen Lebensstil und Ernährungsstil und Bewegungsstil und so weiter. Und dann hast du ein starkes Immunsystem. Dann ist dein Körper stark und dein Immunsystem stark. Und dann brauchst du dir über diese kleinen Dinge, für die wir ja deswegen keine Augen haben, sie zu sehen, weil sie für uns relativ irrelevant sind. Sonst hätten wir eine Sensorik dafür. Und ja, also von daher kannst du das ignorieren. Und dann kommt ja aber nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion mutiert das Denken und es taucht irgendwann auch der erste Früharzt mit dem Irrtum auf und der sagt, nein, der natürliche Lebensstil ist völlig unwichtig. Wichtig ist nur, dass es da so die kleine Dinger gibt und das sind die Riesenkiller, die sind total gefährlich und die sind die Killer schlechthin und dagegen muss ich euch helfen, indem ich euch Impfungen, Tests und Antibiotika und alle möglichen Dinge in Massen verkaufe sozusagen, ja. Und dieser Irrtum, der erweist sich unter den Bedingungen von freiem Markt und freier Arbeitsteilung zwangsläufig als vorteilbringend und breitet sich dann mit dem riesigen Erfolg aus. Solche Leute können mehr Kinder in die Welt setzen und ernähren und Enkelkinder und so weiter. Und dann breitet sich diese vorteilbringenden Irrtümer sind ja Familienwissen und die werden dann zu Universitäts Wissen und Studieninhalten und so weiter und breiten sich dann aus. Und dann haben wir das Problem, dass der Onkel Doktor es immer noch gut meint, aber jetzt Hunderte von, Tausende von vorteilbringenden Irrtümern in einer Evolution von 170.000 bis 400.000 Jahren hinter sich hat, sozusagen. Und alle Irrtümer, die in dieser Zeit sozusagen sich dann als vorteilbringend erwiesen haben, werden als Gesamtheit im Medizin Studium unterrichtet und dann meint es der Onkel Doktor gut, hat aber so viel Irrtümer im Kopf, dass er uns aufgrund der Irrtümer schwerste Schäden zufügt oder uns gar tötet, weil er einfach ja die Irrtümer gelernt hat und die Irrtümer glaubt, sozusagen. Ja. Ja. Von daher brauchen wir eine Gesundheitsreform und wir haben ja ein Riesenrepertoire von Wohlfühlstimme bis zu anderen positiven Anreizsetzungen. Auf jeden Fall müssen wir in jedem gesellschaftlichen Bereich, nicht nur dem Arzt, müssen wir so positive Anreize setzen, dass es zum sofortigen Befreiungsprozess von den vorteilbringenden Irrtümern kommt, sondern dann durch die positiven Anreize sind nur noch Wahrheiten vorteilbringend und das dann sich ganz schnell in der gesamten Gesundheitswesen sich diese zukünftigen vorteilbringenden Wahrheiten, die die Next Scientists for Future ja auch schon teilweise entwickelt haben, dann sofort übernommen werden und dann sich ganz rasend schnell die Forschung darauf stürzt, diese dann vorteilbringenden Wahrheiten auszubauen. Ja? Ja, dann Kurznachricht, Angstmache. Da wird also wirklich die Stimmung der Angstmache in den Medien gemacht und dabei Zahlen genannt von 10 bis über unter 10 bis über 10 Corona-Toten pro Tag
Und da wird Angst gemacht, ja, weil ja jeder dann denkt, ja, ich könnte ja einer dieser 8 oder 12 Corona-Toten sein. Wobei noch nicht mal klar gesagt wird, ob das pro Tag, pro Woche oder pro Monat ist, ja. Und wenn es pro Tag wäre, ja, müssen wir uns klar sein, wenn wir jeden Tag haben wir in Deutschland ganz normal circa 2700 Tote, die sowieso von denen sowieso normalerweise vielleicht 200 an Atemwegserkrankungen sterben, sozusagen. Es sterben ja nicht alle an Krebs oder an Autounfällen oder an Hausunfällen oder ja an Mord und Totschlag von den 2700, sondern das ist ja ein Sammelsurium, und zu dem Sammelsurium gehört ganz normal, dass viele Leute auch jeden Tag an Atemwegserkrankungen sterben. Und dass da also 8 oder 12 oder wie viel auch immer dann pro Tag oder pro Woche sterben, das sind eigentlich für Statistiker humoristische Zahlen. Das bedeutet auf Deutsch, dass man praktisch ja letztendlich, dass von Corona eigentlich überhaupt keine Gefahr ausgeht, ja? Denn in der riesigen Zahl der Normaltoten pro Tag von 2700 verschwinden doch diese 8 bis 12 Corona-Toten. Und trotzdem wird aber eben sozusagen wie in einem Horrorfilm wird mit dieser verschwindend geringen Zahl trotzdem sozusagen Angst in den Zuhörern ausgelöst. Und das ist schon sehr merkwürdig, ne? Schon sehr beachtenswert. Ja, dann, ich habe ja gestern vorgestellt, auch unsere neue Tresormethode des Abnehmens und des Herrwerdens der Esssucht. Da ist eben Folgendes, das könnte man ja auch überlegen, ob das auch für Raucher funktioniert, ne? Also schauen Sie sich die Tresormethode auch für andere Süchte an, also Rauchen und andere Süchte und so weiter, ne? Ja, Schweden und Weißrussland hatten wohl alle Corona-Toten auf einmal, ja, denn wenn man keinerlei Lockdown macht oder wenig Lockdown, sozusagen, dann kommen die alle auf einmal, weil das Virus einfach immer weiterläuft, sozusagen. Und dann läuft es sich auch tot, sozusagen, ja. Und während die Lockdown-Staaten, die verteilen sozusagen das auf mehrere Wellen durch ihre Lockdown-Maßnahmen und ihre Masken und so weiter und quälen so ihre Bürger endlos. So kann man das zusammenfassen, ja. Und dann ist die Überlegung von Tegnell durchaus nochmal deutlich zu erwähnen, dass also er ja anregt, darüber nachzudenken, dass es wohl so sei, dass Schweden im letzten Jahr eine relativ schwache Grippe hatte. Also das bedeutet, dass in dieser Zeit irgendwie von den Alten, die sowieso dran sind zum Sterben, sozusagen nur relativ wenige sozusagen gestorben sind und dass das dieses Jahr dann nachgeholt wurde und dass das eben auch dafür gesorgt hatte, dass mit 5.800 angeblichen Corona-Toten die Zahl ein bisschen höher ist, als man es bei einer kräftigen Grippe normalerweise so erwarten würde. Also das heißt, dass da ein Nachholeffekt eine Rolle gespielt haben könnte. Und das, ja, und außerdem haben wir ja dieses Jahr weltweit eine geistige Ausnahmesituation, aufgrund derer es eben sehr leicht dazu kommen kann, dass jetzt hier die Zahl 5.800 ja eben überhöht ist, weil es sich vielleicht gar nicht um echte Corona-Tote handelt und so weiter, während bei der normalen Grippe ja ein völliges Desinteresse vorliegt und aus diesem Desinteresse heraus die Sache auch nicht so groß gemacht wurde, und allein daraus kann ja dann auch
Es kann ja, und dann, wenn man dann noch bedenkt, dass Schweden eine ganz besonders schlechte Situation in den Alten- und Pflegeheimen hatten, was die Hygiene betrifft, dann lassen sich die sozusagen auch die 5.800 angeblichen Corona-Toten auch mit einer kräftigen Grippe noch problemlos erklären, sozusagen. Ja. Ja, in Weißrussland, da wurde eine Sendung, die haben wir natürlich in Playlist 4 in den Endbereich gesetzt, hat eine Sendung neue Daten gebracht und sagt ganz klar, in Weißrussland ist keine Übersterblichkeit zu sehen, sondern in diesem Frühjahr insgesamt eher eine tendenzielle Untersterblichkeit verglichen mit anderen Jahren zu sehen. Wobei ja natürlich der Fairness muss man sagen, dass die Kurve, wenn sie jetzt noch steigen würde, könnte man natürlich vielleicht doch auch in eine Übersterblichkeit kommen, aber die Kurve müsste schon noch sehr kräftig steigen jetzt in Weißrussland. Die Sterbestatistik, wobei wir nicht wissen, ob die Sterbestatistik auch durch diese Demonstrationen hochgegangen ist und die damit verbundene Stressbelastung und Immunschwächen und dadurch bedingte Krankheitsanfälligkeiten und so weiter. Also, aber die Kurve müsste schon noch sehr kräftig in Weißrussland jetzt noch hochgehen, um wirklich zu sagen, dass man, dass es über den üblichen sonstigen oder kräftigeren Wintersterblichkeiten in Weißrussland liegen würde. Also warten wir da mal ab. Aber wie gesagt, die Summe aller Daten, die wir haben, spricht dafür, ja, maximal kräftige Grippe, ne? Dann wird berichtet, dass Afrika kaum Tote hätte und so weiter. Ja, das ist doch eigentlich so. Es kann doch keine Seuche sein, wenn nicht in den Armutsvierteln jetzt Corona wütet und die Leute alle umbringt. Die Leute können alle sich nicht schützen, die müssen alle arbeiten, die haben alle geringe Distanzen, schlechte hygienische Bedingungen. Da müsste doch, wenn Corona eine echte Seuche wäre, dann müsste sie doch jetzt, hätte sie doch in Afrika in den armen Vierteln wirklich Leichenberge produzieren müssen. Ja, und das hat sie nicht. Ja, das wurde sogar zugegeben in der irgendwelchen Sendungen. Ne? Ja. So. Professor Hans-Werner Sinns, und damit sind wir wohl auch schon beim Beginn der Tagesthemen, hat sich ja seine Ideologie, wurde ja gefragt von Thilo Jung, was denn so sei, ob er denn eine Ideologie hat, und er hat gesagt, er hofft, er hat keine, aber er hat natürlich eine gewaltige Ideologie, die ihm halt nicht bewusst ist, wie das halt mit Irrtümern so ist, ne? Ja, also ich kann ja nur etwas bei mir selbst als Ideologie erkennen. Ja, zum Beispiel habe ich früher in einer, ja, man könnte sagen, psychotherapeutischen Ideologie gelebt. Aber das kann ich auch nur erst sagen, nachdem ich die Irrtümer daran erkannt habe. Und während man sich in einer Ideologie befindet, glaubt man, in einer Wahrheit sich zu bewegen, ja. Aber seine Ideologie fängt schon an mit diesem verqueren Bild, was ganz viele haben, dass der Mensch früher in einem Jammertal gelebt habe und heute nach Erfindung von Tauschhandel, freiem Markt und freier Arbeitsteilung erst sozusagen richtig Mensch wurde und richtig glücklich wurde. Genau das Gegenteil stimmt, das ist genau umgedreht. So wie die Bonobos in der Natur, soweit sie vom Menschen nicht beschädigt werden, prächtige, gesunde Lebewesen sind, bei denen Professor Franz de Waal in vielen Jahren der Beobachtung nicht eine Spur einer Krankheit finden konnte, ja. So ist eben letztendlich
alles genau umgedreht. Real haben die Menschen vor 400.000 Jahren, der späte Homo erectus in seinem Bonobo-Kommunismus als der nackte Bonobo mit den Technikhänden und den größeren Gehirnen, ja, dass der eben eigentlich nur 3 Stunden Arbeit am Tag brauchte, weil ihn niemand manipuliert hatte durch vorteilbringende Irrtümer in eine Konsumsucht rein, für die er dann 8 Stunden am Tag arbeiten muss, um überhaupt diesen ganzen Konsumzwängen nachzukommen, ja. Ich denke nur, was wir alles so kaufen müssen, weil die vorteilbringenden Irrtümer der einzelnen Tauschhändler uns das unterrichtet haben, sozusagen. Ja, also ein Professor hatte das mal gemacht, dass er eben herausgefunden hat, dass die Menschen so bei den Naturvölkern mit circa 3 Stunden am Tag Arbeit auskommen und der Rest besteht aus Kultur und aus Feiern und Singen und Tanzen und Liebe und Körperkontakt und glücklich sein sozusagen. Das tun, was Menschen tun müssen, wenn sie glücklich sein müssen. Also das ist ein suffizientes, ein genügsames Leben, ja, und dann kommt eben der freie Markt und die freie Arbeitsteilung. Und erzeugen die Konsumkaufsüchte, ja, dass plötzlich, ja, dass also alles, was glücklich macht, wird verteufelt von den Händlern. Die Menschen fangen an, zum Beispiel die Körperlichkeit zu unterdrücken, erleiden dadurch einen Glückshormonmangel und suchen ihr Heil im Kaufen und im Shoppen und dafür müssen sie dann mehr arbeiten und dann haben sie viel weniger Zeit für eine kulturelle Entwicklung. Also ja, und all die Hunderten von Produkten, die wir jeden Tag so oder in der Woche kaufen, die kaufen wir ja nur, weil wir gefüllt wurden mit vorteilbringenden Irrtümern, die uns regelrecht in einen Kaufsuchtrausch sozusagen verpflanzt haben. Und das ist da beginnt schon, also ganz am Anfang, bei diesem falschen Weltbild, ja, als ob, ja, sozusagen, das ist so die Vorstellung, so wie, ach ja, die armen Dinosaurier, das waren ja ganz elendigliche Gesellen, denen fehlte ja unsere Gesellschaft, die waren, in Wahrheit waren die angepasst an die Welt, bis eben die Welt sich änderte und sich dann zeigte, dass sie doch nicht ausreichend angepasst waren und nicht genügend Variationsbreite aufwiesen, sozusagen. Und jedes dieser Lebewesen, das sozusagen eine Maus, die braucht doch all die Güter nicht, die hat doch in der Natur, die ist doch evoluiert in voller Passung an die Natur, die vermisst doch nichts in der Natur, die ist hundertprozentig angepasst an die Natur und kommt mit allem klar und so weiter und sozusagen und diese Vorstellung, dass also alles frühere Leben in der Evolution irgendwie defizitär gewesen sei und armselig und dass erst die Segnungen der Erfindung des Tauschhandels, des freien Marktes und der freien Arbeitsteilung uns jetzt befreit hätten vom Zwang, den ganzen Tag arbeiten zu müssen und Nahrung zu suchen und dass wir jetzt frei wären. Es ist genau umgedreht. In der Natur brauchen Menschen 3 Stunden Arbeit, im freien Markt brauchen sie 8 oder 14 Stunden Arbeit pro Tag. Und dann ist keine Zeit für Kultur und für Feiern und für Weiterdenken und so weiter. Ja, also das ist die zentrale Ideologie von Hans-Werner Sinn. Ja? Da beginnt sie schon, ja. Und Talk im Hangar 7 wieder
Interessante Sache, die da jemand geäußert hat, dass da also irgendwelche Leute so aus Russland oder sonst wo nach Schweden gegangen wären und Diebstähle begangen hätten, damit sie dort ins Gefängnis kommen und damit sie dann für ein paar Monate wenigstens mal Nahrung haben. Ja, also das ist wieder dieses Stichwort, wie weit sind unsere Gefängnisse auch durch den freien Markt mutiert in Richtung Hotels, wo die Leute freiwillig reingehen und sozusagen, wo die Bürger gar keinen Schutz mehr haben vor den Straftaten, weil die Leute die Straftaten begehen, um dann gut zu leben in dem Hotelgefängnis, ja. Das ist all das mit den Fehlanreizen, die müssen wir natürlich auch alle korrigieren. Die haben ja die Next Scientists for Future, haben ja die Konzepte, zum Beispiel mit der Sicherheitsgefühlstimme, mit der Sicherheitsstimme, ja, sodass also dann wieder Gefängnisse Gefängnisse werden, Richter wieder Richter werden, Staatsanwälte wieder Staatsanwälte werden und Polizisten wieder Polizisten werden. Ne? Ja. So, dann machen wir noch also das Tagesthema komplett. Ja, also Hans-Werner Sinn ist also etwas besser als Markus Krall, denn Hans-Werner Sinn erkennt wenigstens, dass also staatliche Regulierung oft sinnvoll sein kann. Und dass man also der freie Markt ist, das erkennt er ja, dass das eben nicht immer gut ist, sozusagen, während Markus Krall noch in dem neoliberalen, sozusagen marktradikalen Zustand verharrt mit seiner bürgerlichen Revolution. Dass freier Markt also sozusagen immer gut sei und noch mehr davon bräuchten. Ja, dabei übersieht er eben die gesamte Evolution der vorteilbringenden Irrtümer, kann die also überhaupt nicht wahrnehmen, sieht nicht, dass freier Markt und freie Arbeitsteilung uns alle überschwemmt haben mit den unser Leben total zerstörenden, Kriege erzeugenden, vorteilbringenden Irrtümern überschwemmt haben. Ich kann hier nicht alle 700 Sendungen wiederholen und auch nicht alle 6 Homepages sozusagen. Und nur die Next Scientists for Future haben eben die neue echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, NVWL, die evolutionsbiologische Politikwissenschaft, die eben ganz klar sagt, wenn wir nicht jeden dritten Satz über die vorteilbringenden Irrtümer und deren Multiplikation und massenhafte Ausbreitung durch den freien Markt und die freie Arbeitsteilung. Wenn wir darüber nicht jeden zweiten Satz sprechen, dann haben wir keine Ahnung von der Welt. Dann ist das auch keine Wissenschaft, sondern das ist alles Pseudowissenschaft, weil es quasi im Splitterbereich bleibt, anstatt ein Gesamtbild und ich habe es ja letztens geschildert, dass wir eigentlich jedes Schulkind sollte von der ersten Klasse bis zum Abitur ständig, vielleicht sogar jeden Tag 2 Stunden Weltkunde haben, damit es wirklich versteht, wie diese Welt funktioniert und diese Weltkunde in der Schule, die wir alle leider nicht hatten, die hatte eben auch Hans-Werner Sinn nicht und Markus Krall nicht und deswegen sind auch ihre Konzepte so weltfremd, aber wenigstens haben die Next Scientists for Future und der Weltrat eben dieses nachgeholt sozusagen. Die haben 50 Jahre nachgesessen und haben endlich diese Weltkunde fertig, die natürlich immer noch weiter ergänzt werden kann, aber sie ist im Prinzip fertig, ne? Ja, und ansonsten ist das Tagesthema heute natürlich jetzt heute später dann die Verhandlungen mit der neuen Partei, die vielleicht die letzte Rettungschance für Deutschland bedeutet. Ja, also, tschüssi, bis bald und später,
Hoffentlich klappt das mit der Sendung dann, mit der Talksendung. Na, tschüssi.